Amazon gehört derzeit zu den ganz großen Playern in Sachen Videospieladaption. Nach der aktuellen Fallout-Serie steht bereits ein weiterer großer Titel in der Warteschlange, Sonys Actionreihe God of War. Die Serie dazu befindet sich seit 2022 in der Entwicklung, Grund genug also, sich mit dem aktuellen Stand des Projekts mal etwas näher zu beschäftigen. Viel Spaß bei unserem neuen Original! Die God of War-Reihe umfasst derzeit 9 Spiele und wurde 2005 erstmals für die PlayStation 2 veröffentlicht. Das Szenario der Games nimmt uns mit in die Antike und präsentiert uns eine Welt voller Götter, Titanen und anderer Fabelwesen. In dieser Welt übernimmt der Spieler die Rolle von Halbgott Kratos, der seine eigene Familie tötete, nachdem er vom Kriegsgott Ares überlistet wurde. Im Laufe der Spiele wird Kratos nicht nur in die Machenschaften der Götter verwickelt, sondern kämpft sich auch quer von der Unterwelt bis hoch in den Olymp. Mit der 2018 veröffentlichten Neuausrichtung der Reihe wurde die Handlung dann von der griechischen Mythologie in die nordische Mythologie verlegt. Auch die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus spielt eine entscheidende Rolle. Die Geschichte von Kratos hat einiges zu bieten und birgt mehr als genügend Ansatzpunkte für eine spannende Adaption in Serienform. Und genau diese wurde von Amazon 2022 offiziell in Auftrag gegeben. Als Showrunner soll Rafe Judkins fungieren, der bereits für die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit tätig war. Die Fans spekulierten daraufhin, an welchem Punkt von Kratos' Leben die Serie wohl ansetzen wird. In einem Interview mit Deadline ging Sony Pictures TV-Präsidentin Catherine Pope auf die Spekulationen ein und verriet, dass die Geschichte der Serie mit God of War aus 2018 einsteigen wird. Wir bekommen also einen deutlich gereiften Kratos präsentiert. Pope gilt selbst als großer Fan des Games und versprach, dass man der Vorlage besonders treu bleiben wolle. Die spannendste Frage dürfte sein, welcher Schauspieler Kratos verkörpern soll. Bereits im letzten Jahr machten erste Gerüchte die Runde, dass möglicherweise Dwayne Johnson in die Rolle schlüpfen könnte. Das wurde allerdings von Cory Barlog, Creative Director von Entwicklerstudio Santa Monica, dementiert. Seitdem wurde es erstmal still um eine mögliche Besetzung. Das hält die Fans aber nicht davon ab, weiter zu spekulieren. Zu den Wunschkandidaten gehören beispielsweise Dave Bautista, Gerard Butler, Tom Hardy oder auch Jason Momoa. Bisher hat sich in Sachen Produktion leider nicht wirklich viel getan. Keine Infos zum Cast, keine Infos zu einem möglichen Startdatum. Ähnlich ambitionierte Amazon-Serien wie Die Ringe der Macht oder Das Rad der Zeit hatten einige Jahre auf dem Buckel, bis sie dann schließlich veröffentlicht wurden. Ein Release von God of War vor 2025 scheint also relativ unwahrscheinlich. Selbst kommendes Jahr wäre relativ optimistisch. Was haltet ihr von dem Vorhaben, God of War zu verfilmen? Kann die epische Atmosphäre der Spiele und die beeindruckende Action überhaupt in eine Serie übertragen werden? Und wer wären eure Wunschkandidaten für Kratos, Atreus und weitere Figuren? Sagt es uns in den Kommentaren.